Angelique Kerber hat sich überraschend und nach nur 11 Monaten von ihrem Coach Wim Fisette getrennt. Grund sind nach Tennisnet-Informationen konträre Auffassungen über die Zukunftsplanung. Von Ulrike Weinrich. Wim Fisette hatte im November 2017 die Nachfolge von Torben Beltz angetreten und Kerber im Juli zum Wimbledon-Sieg und zurück in die Top 3 der Weltrangliste geführt. Er wird auch nicht mehr mit Kerber zum WTA-Finale nach Singapur ab Sonntag reisen, da das angeknackste Vertrauensverhältnis dies nicht mehr zulässt. Kerber ist nach einem Flug via Bangkok bereits vor Ort. Von Kleisters bis Kerber, Fisette oft kurzfristig am Start. Fisettes Erfolge mit seinen bisherigen Schützlingen können sich sehen lassen, allerdings hat der Belgier bis auf seine belgische Landsfrau Kim Kleisters 2009 bis 2011, die er unter anderem zu 2 US Open-Titeln führte, noch keine Spielerin langfristig betreut. 2013 trainierte Fisette Sabine Lisicki und führte sie ins Wimbledon-Finale. 2014 betreute er Simona Halep, von 2015 bis 2016 Viktoria Azarenka, 2016 Sara Errani sowie bis Oktober 2017 Johanna Konta. Unmittelbar nach dem Wimbledon-Triumph von Kerber im Rasenmäcker an der altehrwürdigen Church Road hatte Fisette, der als dominanter und geradliniger Trainer gilt, über die 30-Jährige gesagt: "Ich denke, sie will noch mehr. Eine Angie mit Selbstvertrauen ist schwer zu schlagen, und die besten Angie haben wir noch gar nicht gesehen." Fisette brachte Kerber wieder zum Erfolg. Der eher introvertierte Fisette hatte Kerber nach ihrem Abtraumjahr 2017 geholfen, wieder zurück in die Erfolgsspur zu finden. Er brachte den niederländischen Fitnesscoach Rob Brandsma mit ins Team und nahm unter anderem technische Veränderungen am Aufschlag der Keel Erin vor. Mit Erfolg, gleich bei ihrem ersten WTA-Turnier der Saison in Sydney, holte Kerber den Titel und erreichte bei den folgenden Australian Open das Halbfinale, in dem sie gegen Simona Halep 2 Matchbälle vergab. Die bisherige Kerber-Ausbeute von 45 Siegen, 17 Niederlagen in diesem Jahr kann sich sehen lassen. Überstrahlt wurde alles vom Wimbledon-Coup im All England Lawn Tennis Club ALTC, als die Linkshänderin an einem sonnigen Londoner Samstagmittag Serena Williams mit 6:3, 6:3 besiegte und sich unsterblich machte. Das Erfolgsgespann von damals, es ist seit Montag Geschichte.